wir müssen jetzt die Uhr beerdigen und ich mache das jetzt im Namen des Vaters, des Kameramanns und dem YouTuber aus Krefeld, Elisha Gollwitzer. Dies ist die offizielle Beerdigung der Uhr. Jo Leute, was geht und willkommen beim neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch informieren, vor allem die Krefelder, ja? Was stand hier bis vor kurzem? Komm mal kurz mit der Kamera hin. Hier stand die Uhr. Bekannt war das ja der Treffpunkt so UDU, also unter der Uhr, weil die ja weiter oben war. Aber ab heute nennen wir das wohl ÜDU, weil die Uhr ja unter uns ist und wir über der Uhr sind. Das heißt, über der Uhr. So, wie ist das Ganze passiert? Okay, also, wir haben es gerade 16.31 Uhr, ja? Ungefähr vor einem ganzen Tag, ja, plus 2 Stunden und minus 11 Minuten ist da ein Taxi gegengefahren. Ich frage mich, wie sowas passieren kann, ne? Also, ich weiß nicht, kann man da irgendwie... Guck mal, die Uhr tickt noch. Kann man das sehen? Da? Okay, alle, die sich fragen, wie sowas passiert, ne? Also, ich weiß ja nicht. Ich habe das natürlich direkt recherchiert, ne? Diese Uhr, die steht seit dem 19. Jahrhundert hier. Und schon damals haben sich hier, genau hier an dieser verflixten Stelle, hier an dieser Uhr, hier haben sich schon damals Schüler getroffen, die dann diesen Start in die Sommerferien gefeiert haben, ja. Oder wenn die ihr Zeugnis bekommen haben. Alter, das war heftig, ja. Und jetzt diese Uhr einfach weg. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Soll der Taxifahrer das bezahlen? Oder soll das die Stadt bezahlen? Oder wer soll das bezahlen? Ich habe auch gelesen, aber leider nicht gelesen, warum, weil ich nichts gefunden habe. 2006 war die Uhr schon einmal weg und dann wurde die wieder aufgestellt. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so habe ich es zumindest verstanden. Oder hast du irgendwas mit, was wir hier auf die Uhr legen können, ja? Hast du irgendwas Kleines mit? Irgendwas Lustiges? Entschuldigung? Bruder, einfach als Uhr so für die Beerdigung. Wir müssen jetzt die Uhr beerdigen und ich mache das jetzt im Namen des Vaters, des Kameramanns und dem YouTuber aus Krefeld, Elisha Gollwitzer. Dies ist die offizielle Beerdigung der Uhr. Wenn die Wiederbelebung der Uhr erfolgt, werden wir uns noch einmal melden. Verbreitet dieses Video mit euren Freunden, mit den ganzen Krefeldern und ja, die arme Uhr, die geht jetzt zur Ruhe. Ab heute heißt es ÜDU, über der Uhr. Tschüss da unten.